Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Evils Geschichte Nummer 4 begonnen, die ein paar Jahre, also eigentlich zur Zeit von Tales of Xillia 1 spielt. Und ja, Sachen sind passiert. Wir haben Pressa getroffen, also Elvin hat Pressa getroffen, dann haben wir den anderen Elvin getroffen und Agria und jetzt kommt zum Kampf und ja, Elvin hat Pressa erschossen und jetzt kommt zum Kampf, ja. Und ich muss immer noch den Controller einstöpseln, merke ich gerade. Das könnte man auch vor der Aufnahme machen, aber das würde nach einem Profi klingen. Ich sehe das Loch nicht. Wo ist das Loch? Da. So, fangen wir an. Und ich habe nichts Gemüsesticks-mäßiges. Pfirsich-Tarte, was? Ich habe nichts Gemüsesticks-mäßig oder so reingeschmissen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein paar Probleme bekommen. Ah. Also ich meine, ich komme mir gar nicht gerade. Oh, wer, du setzt deine Mystik gerade ein. Ich wollte eigentlich gerade einsetzen. Oh Mann. Was zum Teufel? Nein! Ich habe so ein Problem. Ja. Warte mal, so geht das nicht. Ich habe Minimalschaden noch drin. ja. super. Music, komm mal. Wir müssen mal alle kurz K.O. gehen. Ich habe mit Elvin Minimalschaden drin. Das geht so ja irgendwie nicht. Ich ging aber richtig aufs Maul. So, komm mal kurz, ich muss mal den Kampf neu starten, wenn es geht. Also geht das ja nicht. Ich wollte eigentlich Elvin in diesen Kampf steuern, nämlich. Nein, nicht heilen. Die gehen uns aber richtig aufs Maul. Nein, ich will nicht verbinden. So, kommt mal her. Na, guckt euch das an, ich ziehe mit ihm nur eins ab. Das geht mit Elvin nicht. Ich kann ja jetzt noch mal, ja. Ja, ich wollte die Brecherfähigkeit ein bisschen den Titel ja haben, deswegen habe ich Elvin auf Minimalschaden gemacht. Ich konnte ein Gericht vielleicht reinschmeißen. Wäre nicht schlecht. Na, mehr Galt, weiß ich nicht. Versuchen wir mal mehr Galt. Ja, mal schon schaffen, hallo. Was ist das? Ja, Elvin. Komm mal her. Und bringt alles gar nichts. Komm mal her. Ja. Hauen wir erstmal Agria weg. Sie haben Zaubernis und das ist. Leck mich! Bams! Agria allein ist schon nervig, habe ich so in Erinnerung. Ich könnte auch das hier machen. Und dann. Gut, Geist auch noch von der Partie, ja? Wudisch. Nein, verdammt. Wo ist er? Hier. Na. Ah. Komm mal her. Sehr gut. 4 Ladungen. Wudisch. Oh man, wer der sitzt auch gleich Dings ein. Hat der schon mal eingesetzt? Nee, ne?
hier geblieben. Eigentlich müsste ja Agria mit Leia vielleicht erledigen. Nein. Sehr gut. Oh Mann. Oh nein. Aua. Heilung, Heilung, Heilung. Danke. Aua, aua. Nein, 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 nein. Nein, Hilfe. Und ja, nein. Kann ich auch mal irgendwie hier lebend rauskommen? Der heilt sich auch, der Penner. Hey, Finger weg. Sind die Dinger von uns? Ja, ne? Kommt mal her. Keine Ahnung. Hat gerade ein Blackout. Zack. Habe ich Elvin auch? Nee, ne? Ich komme aus der Zukunft. Okay, die hat schon ein bisschen Schaden bekommen. Was der für eine Klatsche ausgerüstet hat, ey. Jetzt bitte nicht noch mal in die Mystrad reinlaufen. Ja, geblieben. Das vielleicht auch mal klauen, ne? Komm mal her. Wenn da können wir irgendwas klauen, das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Wie stehen unmöglich. Wah. Gleich ist sie tot. Ja. Zaubersymbol, sehr schön. Ich kann nicht mehr lange. So, jetzt du, anderer Elvin. Was? Kann ich jetzt nicht mehr? Fuck! Fuck, er war in der Luft. Ja. Doppelte Heiloffensive. Ja, ich brauche ja noch hier Dingens einmal. So, fertig. Ah. Klau mal was. Ich weiß auch nicht, ob du was klauen konntest bei ihm. Ich glaube schon. Möchtest du nicht auch so einen coolen Anzug haben wie ich in der Zukunft, Mann? Ah. Ah. Okay, das gehört zu uns, wollte ich schon sagen. Können wir von dem nichts mehr klauen? Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe. Komm her. Danke. Ja, ab geht. Also als Gegner. Ich glaube, du kannst nichts mehr klauen, ne? Kann ich auch. Wenn ich mal machen dürfte, kann ich nicht. Was? War ich verwirrt oder was? Er hat irgendwie angefangen gesetzt, die ich einsetzen wollte. Ey. 4000, ich glaube, ich spinne.
Ludko, was machst du da? Ah. Das gibt's doch nicht. Mars war auch noch unbesiegbar. Ich weiß, ich könnte mit Ludger eigentlich Dingens einsetzen, aber wird schon mit Elvin hier erlegen. Hier ist eine Person, die er so schafft, uns so fertig zu machen. Das ist nur Elvin, hallo? Das ist ja nur Aua. So, komm mal her. Schauen. So, mit der Arcana hat weggehauen. Maybe I'm doomed to fail. That's not true. You tried your best. Thanks. I appreciate it. Okay, der Kaltbonus-Rezept hat es irgendwie nicht so gemacht. Flammenwehr. Alternatives Blitzen. Level up, level up. Level up. Und immer noch traurig. Was? Der Kampf war auch gut. Talk to me. Presser. Not again. You still not sure? Do you regret being with me? Do you regret our time together? I never regretted a single moment with you. Do you? I don't regret it either. How could I possibly regret it at this point? Al, when did you get so bad at lying? Just take a moment to open your eyes. You found your place. Even at the end, you're still thinking about me. Er will den Ring geben, den Ring zerstören. From the moment we came in here, there was no way to avoid this. Don't mind me. Do it. Pressa, I did find my place. I won't leave. Alvin. Sorry. Gonna step out for a bit. I figured it out finally. What I gotta do. Ich hoffe, dass alles gut geht. Also dir viel bedeutet. Na, ich hoffe, dass alles gut geht. Ja. Yeah. Anyway, I'll give a report on the fractured dimension while I'm out. Okay. Meint er jetzt, dass er weg ist? Er wird doch jetzt nicht weg sein. Adret Alvin, okay. Teleportschülerin. Okay, ich wollte schon sagen. Adret Alvin. Alvin in seinem Originalaufschritt, aber diesmal ohne Gesichtsbehaarung. Okay, was? Was zum Teufel? Damit man den 1:1 nachbauen kann wieder. Okay. Sieht auch gut aus. So. Obwohl, lass mal andere Klamotten wieder. Bams. So. Sieht auch Chica aus. Chica mit T. Das Zaubersymbol. So, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Was können wir denn da machen? Warum haben wir jetzt keinen einzigen Charakter? Noch jemand in Fenmont? Okay.
muss schon sagen, eine Charaktermission, da könnte das sein. Mila, Jude, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Welcher in der nächsten Folge sehen, da werde ich nächstes Mal hingehen. Aber jetzt haben wir erstmal genug erledigt für diese Folge. Wir könnten ja mal hier irgendwas machen. Schon in Form Jude. Das verstehe ich immer noch. Wir haben die doch. Die vier großen Geister, die wollen ein Geistkloß. Nur so nebenbei. Komm schon, John. Weiß ich nicht. Ach, da können wir schon so aufgeben, okay. Nachtlose Welt. Silber Abzeichen, Marke. Ah. Dann machen wir irgendeine Mission hier, würde ich sagen. Eine feurige Koch, Finnmond, Seraphen. Da bin ich ja gerade. Gehen wir mal dahin. Finnmond, Seehafen. Da. Warte mal. Ja, ich weiß. Anschlagshafen, die sind sehr, sehr schön, Mila. Aber egal. So. Sag mir nicht, du bist der geheimnisvolle Wunderkoch, sonst kotze ich nämlich. Ist das das Barbecue, von dem ich so viel gehört habe? Danke. Aber weißt du, du hast ja ganz schön viel Zeit gelassen. Aber es ist schon okay, alles in Ordnung. Nicht, dass ich etwas erwartete, dass mir überhaupt jemand eins bringt. Aber weißt du, mir kommt es vor, als würde es dir gar nicht so viel bedeuten. Aber kein Problem. Nur für die Zukunft, weißt du, mit anderen Leuten, einigen Leuten, würde das etwas ausmachen. Mir persönlich macht es ja nichts aus. Bier ist es ganz egal, aber ja. Eine komische Art, sich zu bedanken. Es tut mir leid, ich habe so lange an meinem Rezept für das ultimative scharfe Gericht gebastelt, dass auch meine Ausdrucksweise etwas hitzig geworden ist. Entschuldigt, dass ich euch voll gelabert habe. Ich hätte nicht davon ausgehen dürfen, dass euer Gaumen kultiviert genug sind, um mein Lebenswerk schätzen zu können. Ja, dieser Typ hat wirklich eine ziemlich hitzige Art. Hey, nur aus Neugier, was ist denn dieses ultimative scharfe Gericht, an dem du so feilst? Was interessiert dich das? Du würdest ein wahres Genie doch nicht mal erkennen, wenn es dir direkt vor dir steht und sich als Genie bezeichnen würde, so wie ich jetzt gerade. Aber gut, ich werde mein Rezept mit euch teilen. Das ultimative scharfe Gericht. Das Marburg Currybrötchen, ein Sesambrötchen mit 14 Habaneros und 3 Geisterchilis, bestrichen mit scharfem Marburg Curry, gewürzt mit waffenfähigem Pfeffer. Serviert mit Wasabi, Chili, Pfeffer, Mayonnaise. Allein vom Zuhören bekomme ich schon Sodbrennen. Klingt absolut verlockend. Dieses Gericht verkörpert die Essenz des menschlichen Verlangens, seine Grenzen auszuloten. Ich wage zu behaupten, dass diese vielsichtige Speise wahrlich als leuchtendes Beispiel menschlicher Ehrgeiz dient. Was? Unglaublich, du sprichst ja noch leidenschaftlicher über Essen als ich. Ich bin nie zuvor einer Frau wie dir begegnet. Meine Liebe, willst du ein Glas Porangenwein mit mir trinken, während wir den Nachthimmel über Finnmond bewundern? Obwohl ich nicht allzu viel Wein trinken sollte. Ich befürchte, dass ich von dem Entree, das sich von vor mir befindet, schon ganz betrunken bin. Was? Vorher hat er mir besser gefallen. Ich werde deine Einladung ablehnen müssen. Ich fühle mich gern, aber ich finde deine Einladung genauso eintönig und unelegant wie deine Weinauswahl. Unglaublich, schon wieder! Hast du mich mit deiner feurigen Zunge geschlagen? Ich verlebe mich zusammen, so wie das scharfe Soufflé von letzter Woche. Ein weiterer Sieg über den für den Herr der Geister. Das ist super. Aber Curry, Bestätigung, Tomatenabzeichen, was? Kochoutfit, Ludger, was? Objektnah, okay. Sehr schön. Dann noch mit dem Kochhut, ne? Den kriegen wir wahrscheinlich. Okay. Da werde ich mir für die ganzen optionalen Sachen aufbewahren. Also die optionalen Sachen. Gehen wir mal nach Amil. Oder da abgeben. Bams. Erledigung melden. Der feurige Koch. Futsch. So, wieder was Neues. Nein, okay. Können wir hier irgendwie was machen? Ich könnte mal zum Ding jetzt ganz schnell hingehen. Zum Substraf Tiefwald, meine ich. Und gucken, ob ich diesen einen Ort wieder finde, wo ich die Katze wieder gefunden habe. Apropos Katze. Ich habe gar keine losgeschickt. Ah.
Ich habe keine losgeschickt. Ich habe keine losgeschickt. Gib mir das. So. Dreck. Jetzt muss ich nur den Ort schnell wieder finden, wo wir die Katze gefunden haben. Den weiß ich nämlich nicht auswendig. Es ist eine Sackgasse, auf jeden Fall. Ich glaube, hier war das, ne? Nö, da. Nein! 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 Oh Gott, you didn't just do this. Los, ich brauche noch einmal Brecher. Kann mal irgendjemand hier abwehren? Kann er nicht? Okay. Jawohl, Brecher. Ich habe eine Trophäe gefunden. Hey. So. Jawohl, Brecher-Experte. Ich glaube, irgendwie die Beschreibung der Trophäe, er bricht alles, auch deine Knochen und irgendwie sowas. Ja, schön. Und jetzt hier müsste die Katze sein. Irgendwo hier. Voll in Camouflage gehüllt. Fangen! Mond gefangen! Der Macht des Mondes. Flieg und Sieg! So, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge dann zurück in Fenmont, wo wir die nächste Charaktermission attackieren werden. Von wem auch immer die ist. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.